unserer schönen Heimatstadt. Ich darf Sie alle hier sehr herzlich zum ersten Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes unserer Bürgerschützengilde begrüßen. Die Stadt ist wie immer festlich geschmückt, sodass wir unser diesjähriges Fest traditionell mit der Proklamation der neuen und zum Teil alten Majestäten beginnen können. In der Presse wurde bereits im Vorfeld über einige Neuerungen wie neuer Kugelfang, neue Gesetze, Bestimmungen und deren Umsätze usw. berichtet, sodass ich dies nicht wiederholen muss. Aber nicht nur mit diesen offiziellen Sachen lebt unsere Gilde weiter, nein, auch intern ist dies Jahr einiges neu. Letztes Jahr musste ich als Zeremonienmeister König Franz entmachten, dessen Adjutant ich war. Nun glaubte ich dieses Jahr an eine reibungslose Krönungszeremonie. Da ist plötzlich der neue König gleich der alte König. Wieder nichts mit einfacher Krönungsrede. Es folgt also heute kein Wechsel in der Regentschaft, sondern eine Bestätigung im Amt. Dieses hat es in der gesamten Geschichte der Bürgerschützengilde Bad Driburg noch nicht gegeben. Wiederholungskönige ja, aber bisher niemals direkt im Folgejahr. Zwei Regentschaften hatten bisher nur August Kriegesmann 1910 und 1927, Heinrich Hohmann 1971 und 1985 sowie Karl-Heinz Hilling 1984 und 2001. Jetzt haben wir unseren vierten Doppelkönig. Christian Giacomin aus der zweiten Kompanie bleibt mit seiner Frau Anna als Königin im Amt. Im ursprünglich vorgesehenen Grußwort des scheidenden Königspaares sprechen die beiden von Aufregung, Spaß, Zusammenhalt, Lachen und Tanz. Den Nachfolgern wünschten sie eine tolle Zeit, sie sollten ihre eigene Schützenjahrgeschichte schreiben. Ihr beiden, lieber Christian, schreibt nun ganz einfach eure Fortsetzungsgeschichte, sozusagen Band 2. Ich habe gehört, Herr Oberst, vielleicht stimmt das, dass im Jahr 2020 ein fester Königskandidat steht. Dann kannst du, lieber Christian, also noch Band 3 und 4 schreiben. Dann ist aber Schluss. Lieber König Christian, bis hierher am heutigen Tage danke ich dir und deiner Königin Anna sowie deinem Hofstaat Lioma und Stefan Schaferdott und Ingo und Nadine Behring und deinen Adjutanten Andreas Böhler sowie Carsten Kösters für das vergangene Schützenjahr. Auf allen Festen habt ihr Bad Driburg würdig repräsentiert. Besonders viel Spaß und Freude hattet ihr bei unseren Schützenfreunden in Brakel, zu denen in den letzten Jahren gute freundschaftliche Beziehungen gewachsen sind. Genau das ist es, wodurch der Schützengeist weitergegeben wird und auch die jüngere Generation den Sinn der Gemeinschaft erfährt. Im letzten Jahr gelang dir der Königsschuss mit dem 362. Schuss um 19.56 Uhr. Dieses Jahr mit dem 330. Schuss um 20.38 Uhr. Weniger Schüsse, aber länger gebraucht. Das heißt, alle Schützen haben sich Zeit gelassen, aber nur dir gelang der entscheidende Schuss. Auf die Frage, wohin du beim letzten Schuss gezielt hast, kam spontan die Antwort: Natürlich mitten drauf, alles andere ist doch langweilig. Wenn schon, dann richtig. Etwas Verzögerung gab es auch dadurch, dass die Insignien schwer zu erringen waren und auch der Bierkönig erst gefunden werden musste. Mit Sicherheit lag es an den Gewehren und nicht an den treffsicheren Schützen. Schließlich wurde Michael Spieker Zepterprinz, Peter Karasch Apfelprinz und Stefan Thurmann Kronenprinz. Der linke Flügel wurde von Norbert Hilgemann, der rechte von Christoph Loke abgeschossen. Bierkönig wurde schließlich endlich Markus Töhle. Für alle Gäste, die unseren König mit der zweiten Amtszeit noch nicht kennen, möchte ich ihn nun kurz vorstellen. In Italien geboren, lebte der frühere Hauptmann der zweiten Kompanie seit 1986 in Bad Driburg. 2005 heiratete der romantische Christian seine Anna, die er in einem italienischen Eiscafé ganz klassisch ansprach, kennenlernte und schließlich mit italienischem Temperament heiratete. Sein engagiertes Schützenleben krönt er nun mit der Fortsetzung als Majestät, der sich den Beinamen Sonnenkönig verdient hat, weil seine Uniform während seiner Amtszeit keinen Tropfen Regen abbekam. Nur jetzt beim König schießen ein paar Tropfen. In den vergangenen Jahren war das schon mal anders.
Nun hast du sozusagen Bergfest. Die Hälfte ist um. Aber nur zeitlich gesehen. Denn mit deinem neuen Schützenjahr erwarten dich sicherlich neue Höhepunkte. Neue Kontakte, neue Freundschaften. Es geht alles nach dem Bergfest nicht bergab, sondern weiter steil bergauf. Als erfahrenes Königspaar kann nichts schiefgehen. Neben deiner Ehefrau Anna werden dich erneut begleiten Nioba und Stefan Schaferdott und Nadine und Ingo Behring. Als Adjutanten erwähltest du dir im zweiten Schützenjahr Nadine Anders, sie war bereits in Bad Driburg Kronprinzessin 2014 und Schützenkönigin in Kollerbeck 2016, sowie Christoph Loke. Lieber Christian, hiermit bestätige ich dich in deinem Amt als Schützenkönig 2017 der Bürgerschützengilde Bad Driburg. Unser neuer alter Schützenkönig, Christian Jacobin. Erlebe! 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 Spricht unser neuer König zu uns. Das war der Alte. Das ist der Alte. Dieses Fest, meine Schützenbrüder, liebe Bürger und Gäste in unserer schönen Heimatstadt Bad Driburg. Ich möchte mich bei allen bedanken für die tolle Unterstützung der vergangenen Schützenjahre. Im Besonderen bedanke ich mich bei meiner lieben Frau Anna Maria Magdalena Jacobin, mein Hauptstadt Nadine und Ingo Behring sowie die Ober- und Stefan Schaferdott. Und nicht zu vergessen meine linke und rechte Hand, die Adjutanten Andreas Böhler und Christoph Loke. Und dieses Jahr ist unsere Freundschaft noch stärker gewachsen. Vielen Dank für all die schönen Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Mein großer Wunsch war es, einmal Schützenkönig in Bad Driburg zu werden. Dieser Wunsch habe ich mir im letzten Jahr erfüllt. Mein Dank geht an alle Bürgerschützen, die am letzten Samstag mit mir den Adler zerlegt haben. Durch meinen Königsschuss hat mir und meine Könige ermöglicht, ein weiteres wunderschönes Schützenjahr zu feiern. Euch Dankeschön. Und natürlich klar, ich stehe zu wieder. Aber eins möchte ich noch hier betonen, dass ich nächstes Jahr nie mehr zur Wahl stehen werde. Nächstes Jahr nicht. Einen möchte ich noch sagen. Wichtig ist mir auch die Zukunft der Gilde und die Weitergabe der Kameradschaft die gewährt. Einer ist der andere, unabhängig von der Herkunft, Religion und Alter. Die Gesellschaft wird von den traditionellen Werten zusammengehalten. Gemeinschaft und Freundschaft. Diese Werte sind in die nächste Generation weiterzutragen. Ist das wichtige Aufgabe der Bad Driburger Bürgerschützengilde. Zum Schluss, da gerade ein Adjutantenwechsel stattgefunden hat, ich bedanke mich recht herzlich bei Andreas Böhler, treuer Freund und starker Offizier. Also, Arbeit, die hast du richtig gut gemacht. Dafür danke ich dir. Und dieses Schützenjahr, wie unser Zeremonienmeister schon bekannt gegeben, Nadine Anders, ist uns begleitet, freue mich sehr. Auch was Neues. Man geht gezielt in die Zukunft, warum nichts Neues machen? Und ich bin eine engagierte Person, ich denke mir, ich habe alle die richtige Entscheidung getroffen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, fahren wir fort. Wirklich Abschied nehmen.
muss unser Kronprinz Daniel Schön mit seinen Adjutanten Sebastian Haxter und Philipp Staub, die zusammen ein tolles Schützenjahr erlebten. Wie er selber sagte, war es ein gelungenes Jahr. Mit viel, viel Spaß, wie Daniel mir sagte, fällt es allen Beteiligten schwer, jetzt Abschied zu nehmen. Du wolltest auch am Montag was sagen. Ist richtig, ne? Lieber Daniel, wir danken dir und dann für deinen Adjutanten für das Engagement, den positiven Einsatz und wünschen euch beruflich und privat alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Jetzt könnt ihr wechseln. Mit dem Fall des Adlers endete auch diesmal das Schießen auf dem Scheibenschießstand, wo der diesjährige Jungschützenkönig ermittelt wurde. Mit sagenhaften 30 Ringen gelang es Lennart Heinemann, Kronprinz zu werden. In einem spannenden Wettkampf mit mehreren ernsthaften Konkurrenten gelang es Lennart jedoch, am Schluss zu triumphieren. Wie ich hörte, gab es eine Wette, bei der sich jemand die Haare rot färben wollte, wenn jemand anders trifft. Leider ist das dann doch nicht so gekommen. Aber so ist es natürlich umso besser. An dieser Stelle kann ich nur jedem Jugendlichen empfehlen, der Jugendschützengemeinschaft beizutreten und im nächsten Jahr selber diese Ehre zu erringen. Nebenbei marschieren die Jugendschützen diesmal zum Umzug erstmals in einer eigenen Marschreihe. Lassen Sie mich unseren neuen Kronprinz kurz vorstellen. Lennart ist 18 Jahre alt, hat einen älteren Bruder und absolviert seine Ausbildung im väterlichen Tischlereibetrieb Heinemann Möbelobjektdesign im fast dritten Lehrjahr. Das Schützenwesen ist in seiner Familie schon Tradition. Sein Uropa Heinrich Fuchs war 1928 König für eine Nacht. Für eine Nacht. Da der Adler damals, niemand weiß so ganz genau wie, über Nacht in seinen Besitz gelangt war. 1976 war seine Oma Anneliese Heinemann Königin und schließlich folgte sein Opa Bernhard Heinemann 1982 als Schützenkönig in Bad Triburg. Der Entschluss, die Königswürde zu erringen, war vor circa 2 Monaten schnell gefasst. Seitdem hat unser Jungschützenkönig viele Veranstaltungen zu reinen Übungszwecken besucht, das heißt, um dort intensiv das Feiern zu lernen und zu studieren. Wie unser vorjähriger Kronprinz ist auch Lennart in der zweiten Kompanie zu Hause und schätzt dort den freundschaftlichen Umgang der Jugendlichen untereinander wie den gesamten Zusammenhang. Ich höre gerade dritte Kompanie. Entschuldigung, schlecht recherchiert. Also dritte Kompanie, Entschuldigung. Zu den Hobbys gehören neben dem Schützenwesen natürlich die Musik, speziell hier die Stadtkapelle, in der er sich durch sein Können am Tenorhorn einen festen Stammplatz erspielt hat. Auch hier blickt Lennart auf eine lange musikalische Karriere zurück. Da ihm die Musik quasi in die Wiege gelegt wurde, durfte er schon früh die Fahne tragen und spielte sehr schnell das Becken. Einmal nach entsprechend viel flüssiger Kraftnahrung in Form von Gerstensaft so heftig, dass das Becken zerbrach, sich ein Riss bildete und somit unbrauchbar wurde. Rhythmus im Blut bewies er auch durch eine zweite Platzierung im Tanzschulabschlusswettbewerb. Lieber Lennart, als Belohnung für deine Treffsicherheit und als weithin sichtbares Zeichen deiner Kronprinzenwürde überreiche ich dir die Kronprinzenkette und wünsche dir und deiner Kronprinzessin Emilie Holtgreve, deinen Adjutanten Timo Streitbürger mit Hofdame Henrike Kleinert sowie Adjutant Henrik Husemann mit Hofdame Annalena Krüger ein tolles kommendes Schützenjahr. Somit haben wir dieses Jahr auch erstmals einen eigenen Hofstaat des Jungschützenkönigs. Unser amtierender Kronprinz und sein Gefolge, sie leben! Oh.
Spielt jetzt zu uns unser neuer Kronprinz. Bitte sehr.